Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein kleines Haul-Video für euch, bestehend aus ein bisschen was zum Anziehen und zu einem nervigen Faden und schreienden Nachbarn und Kosmetik. Ich fange einfach mal an mit den Sachen, die ich schon am längsten habe. Und zwar war ich bei H&M und ich wollte mir eigentlich noch einen schwarzen Skaterrock kaufen, weil ich habe einen so einen schwarzen und wollte gerne noch einen zweiten haben, der ein bisschen anders ist. Er ist jetzt nicht schwarz geworden, sondern so. Naja, wir brauchen nicht darüber reden, warum ich ihn gekauft habe. Ich finde den total toll und ich liebe diesen Schnitt total und der ist total schön zu tragen. Ich ärgere es nur ein bisschen, dass der hier hinten, da der so ein kleines Loch, das habe ich nicht gesehen, als ich ihn gekauft habe. Und ich hatte den Bon auch schon weggeschmissen. Naja, es fällt jetzt nicht so sehr auf. Von daher ist es jetzt nicht so wild, behaupte ich mal. Dann hatte ich noch beim Forever 21 so zwei so kleine paar Söckchen mit so Katzen drauf gekauft. Aber ich finde sie ums Verrecken nicht. Weil ich die schon anhatte und dann waren sie in der Wäsche. Und Socken verschwinden bei mir immer, nachdem sie in der Wäsche waren. Und sind dann erstmal verschwunden für eine Weile. Dann habe ich was, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, vielleicht, wenn ich das Video schon hochgeladen habe. Ich weiß es gerade nicht so genau, wie ich das sortiere. Und zwar sind das die hier, das sind Doc Martens. Das sind 8-Loch und das kann man, glaube ich, gerade nicht so gut sehen, aber sie sind dunkelblau. Die Farbe heißt Dress Blue und das ist eine 40, also eine UK 6.5. Sie fallen unglaublich klein aus, das heißt, sie sind bei mir so ganz knapp. Aber sie waren von Zalando und waren dort ganz, 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 ganz doll reduziert. Und dann habe ich noch einen Geschenkgutschein, den meine Kollegen mir zum Geburtstag geschenkt hatten, eingelöst, dass sie letztendlich für mich jetzt nur noch 5 Euro gekostet haben. Und ja, dafür kann man dann auch versuchen, sie einzulaufen. Dann habe ich mir noch ein zweites Paar Doc Martens zugelegt. Da bin ich ehrlich gesagt mir noch nicht so ganz sicher, ob ich sie wirklich behalten möchte. Auch wenn ich sie sehr cool finde. Meine Schwester hat sie sich auch gekauft. Und die ist eigentlich schuld, dass ich sie mir dann auch gekauft habe, weil sie bei ihr so gut aussehen. Das sind die hier. Die sind schwarz, das sind 6-Loch Doc Martens, ganz normale, schwarze, die im Licht voll schlecht zu sehen sind. So sehen die aus. Jetzt bin ich überblendet, aber man kann die Schuhe sehen, immerhin. Die finde ich total toll. Sie haben eine etwas andere Form als die normalen Doc Martens. Und deshalb finde ich, dass sie so ein bisschen nach so orthopädischen Schuhen aussehen, aber es liegt vielleicht auch daran, dass sie einfach noch so super neu sind und ja, also ich glaube schon, dass ich sie behalten werde. Meine Schwester hat gesagt, sie gibt mir dafür ein bisschen Geld dazu, so als Geburtstagsgeschenk sozusagen. Dann kosten sie mich jetzt dann irgendwie auch nur noch so knapp 50 Euro und das ist echt mega okay für Doc Martens. Und ich wollte halt schon immer 6-Loch haben, weil die schon echt auch ein bisschen cooler aussehen als die 8-Loch, finde ich. Ja, so. Dann zeige ich euch was, was ich euch hinten nur ganz kurz zeige, weil da mache ich ein extra Video drüber. Und zwar habe ich von Shades of Pink meine Vintage Romance LE von Sleek abgeholt. Das ist das hier und da mache ich euch ein extra Video drüber, wo ich euch Swatches und eine kleine Review gebe. Und dann war ich mit meiner Schwester unterwegs und war mit ihr heute beim DM und beim Rossmann. Ich fange einfach mal mit dem Rossmann an, weil... Es gibt es tatsächlich im Rossmann und da stehen ganz viele im Rossmann. Es hat einfach nur die M aus dem Sortiment genommen und das ist das tägliche Pflegespray von Elvital Antischädigung, von dem ich ja immer wieder schwärme und das auch ständig in meinen Favoritenvideos auftaucht. Dieses Zeug ist einfach ganz, ganz toll und ja, jetzt habe ich ein Backup und ich bin ganz glücklich, weil ich jetzt weiß, dass ich es definitiv beim Rossmann kriege und ja. Dann habe ich mir, um es mal auszuprobieren, weil eigentlich mag ich meinen Augen-Make-up-Entferner von Balea sehr, sehr gerne, finde den aber sehr ölig und hatte dann mal den ölfreien ausprobiert. Den fand ich nicht gut und habe mir jetzt von Rival de Loupe so ein kleines, ja, so eine Reisegröße von dem ölfreien Make-up-Entferner geholt. Der ist ja, also der soll ja nur wasserlösliches Make-up lösen und kein wasserfestes. Habe aber von vielen gehört, dass er wasserfestes auch löst. Muss ich mal gucken. Ja, hat irgendwie 70 Cent gekostet und... Hallo, Davy! Hallo, Schatz! Hallo, Süße!
Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Den großen habe ich gar nicht gefunden. Steht ja gar nicht bei den Gesichtspflegesachen. Wo kann mir jemand sagen, wo der steht im Rossmann? So kategorisch jetzt. Also, weil ich habe bei der Gesichtspflege geguckt, wo halt auch diese ganzen Toner und Reinigungsschaum und sowas alles stand. Und den habe ich da nicht gefunden. Also vermutlich, er steht woanders, aber dieser Rossmann war so voll. Und dann war ich ganz froh, dass ich die Reisegröße gefunden habe. Also, wenn ihr mir sagen könnt, wo der steht, der große, der richtige, wäre ich euch dafür sehr dankbar. Jetzt hat Davy reges Interesse an den Schuhen, die hier vor mir stehen. Magst du Hallo sagen im Video? Guck mal da. Hallo. Nein. Unglücklich guckende Katze. Und dann habe ich noch eine letzte Sache gekauft. Das ist so ein kleiner Nagellack von Rival de Loop. Da ist jetzt noch die Folie drum, deshalb kann man die Farbe nicht so gut erkennen. Ich weiß, Rival de Loop Nagellacke sind jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Auf, du Arsch. Na, das hat ja richtig gut funktioniert. Ich hasse diese Plastifolien-Dinger, die immer um alles drum sind und ich krieg die nie auf. Ich bin dafür zu blöd. Könnt ihr nicht mal so ein System machen, was auch doofe Leute aufkriegen? Jetzt muss ich es hier so Schicht für Schicht abwickeln. Das ist ja super. Hallo Schatz, das ist Nagellack, das ist nichts für dich. So, jetzt kann man aber die Farbe ganz gut erkennen, glaube ich, hoffe ich. So, das ist halt so ein Knall. Blau, sieht jetzt in der Kamera ein bisschen dunkler aus als in echt. Ich finde die Farbe sehr, 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 sehr schön. Habe die ganze Zeit nach so einem Blau geguckt und diese Rival de Loop Nagellacke kosten ja nur so knapp einen Euro. Deshalb dachte ich, so viel falsch machen kann man da jetzt nicht, selbst wenn der Lack jetzt nicht so die Bombenqualität hat. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Wobei, also ich habe zum Beispiel von Rival de Loop zwei Nagellacke, die sind super. Ja, deshalb, ja. Dann hatte ich mir auch den Concealer angeguckt und habe den einmal so testweise aufgetragen und habe mich dann dazu entschieden, ihn nicht zu kaufen, weil er mir zu pastig war. Der ist mir von vielen Seiten empfohlen worden und ich wollte ihn eigentlich auch kaufen, um ihn zu testen, aber der hellste Farbton war mir zu hell. Dann gab es diesen rosanen und dann gab es noch so einen, der war so ganz komisch gelb und der war mir zu fest. Also das sah schon auf meiner Hand cakey aus, also keine Ahnung. Vielleicht waren auch die Tester nur oll, ich weiß es nicht mehr, der nicht so gut gefallen. Ja, weshalb wir dann zum DM gestratzt sind. Da habe ich erstmal sowohl im Rossmann als auch im DM habe ich mein Deo nicht gefunden. Das von CD, das Meeresmineralien, das gibt es weder als Pump noch als Roll-On. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie es aus dem Sortiment genommen haben und habe mich deshalb irgendwie in diesem Pröbchenfach mal nach Ersatz umgeguckt und bin hier bei dem Stress Protect von Nivea gelandet. Keine Ahnung. Meine Schwester meinte, sie hat das und das riecht gut und das funktioniert gut und das riecht halt einfach nach Nivea, sauber, ja, und das ist ganz schön und ich habe ja eh immer 100.000 von diesen Taschendeos rumfliegen und auch, ja, logischerweise in meiner Tasche. Dann habe ich mir was sehr Langweiliges gekauft, nämlich neue Kosmetiktücher, weil meine sind tatsächlich fast alle. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so schnell alle gehen, aber ich benutze die halt auch wirklich irgendwie für alles. Und dann habe ich mir von den Essence Studio Nails den Better Than Gel Nails Top Sealer gekauft. Der soll ja so als Topcoat sehr toll sein und ich krieg den gar nicht auf. Ich habe ja den von Nails Inc., diesen Caviar Topcoat aus der Glossy Box I Love Britain, den ich ganz, 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 ganz toll finde. Und es ist mir unmöglich, diesen Nagellack irgendwo aufzutreiben. Also genau den gibt's nicht. Ich habe sogar bei den Leuten von Glossybox gefragt und die haben mir dann zu einem anderen geraten. Und ich war, also ich finde den nirgendwo und das finde ich ganz schön traurig. Ich weiß, dass der sehr teuer ist. Ich wäre sogar bereit gewesen, das Geld zu bezahlen, weil ich finde den klasse. Jetzt habe ich den hier gekauft, weil den auch sehr viele hier auf YouTube immer kaufen und wollte ihn einfach mal ausprobieren. Ja, ich glaube nicht, dass er so schön schnell trocknet wie meiner von Nails Inc., aber na gut. So, dann geh mal weg hier. Habe ich mir noch so eine kleine Broschüre mitgenommen mit dem neuen Catrice-Sortiment, weil ich das ganz schön finde, so zum Gucken, weil ich gucke immer online, was es da so alles gibt und dann stehe ich vor dem Aufsteller und bin immer so und ja, und dann kaufe ich niemals, weil ich total überfordert bin und nie das finde, was ich suche, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, meine Haare sehen voll lila aus, weil ich immer so total überfordert bin. Was ich aber endlich gemacht habe, um mich davon abzuhalten, noch mehr Sleek Blushes zu kaufen, ist mir von Catrice einen neuen Blush zu kaufen. Das ist die Farbe 040 Pink Pink. Das ist nicht der neue, der jetzt ins Standardsortiment gegangen ist. Der heißt Pinkerbell, glaube ich.
Sondern der ist schon länger im Standardsortiment. Der sieht so aus. Ich habe ja die 020 Rolls Royce bis jetzt. Und der ist eher so ein bisschen peachy. Und ich versuche den hier gerade mal zu swatchen. Oh, ich habe schon wieder so gemacht, dass man es nicht sehen kann. Und so, das ist jetzt natürlich sehr kräftig geswatcht. Der ist halt ja etwas pinkiger. Und ich glaube, so eine Farbe habe ich noch nicht, weil er ist relativ kühl. Und hat keinen Glitzer, sondern nur so ein ganz bisschen so Satinartigen Schimmer. Sowas habe ich, glaube ich, noch nicht. Dann habe ich noch eine letzte Sache gekauft. Und zwar Kosmetik von P2, was ich auch nicht gedacht hätte. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine LE ist oder ob das einfach das neue Sortiment ist, weil es gab dafür einen extra Aufsteller. Und zwar ist das ein Lippenstift, ein Matte Deluxe Lipstick. Diese Verpackung, finde ich, sieht ganz schrecklich aus, weil das ja einfach nur so silber ist. Das heißt, sieht wirklich überhaupt nicht schön aus. Und der Nagellack, den ich... Nagellack, der Lippenstift, ist die Farbe 060 I Want You. Das ist so ein dunkles, bäriges Rot. Ich kann das ja auch mal hier gerade swatchen. Oh Gott, ich mache das irgendwie immer nicht so klug. Wie mache ich denn das am besten? So. Könnt ihr die Farbe jetzt gut erkennen? Einigermaßen. Warum mache ich das dann immer da? Bin ich bescheuert, weil ich es dann gut sehe. Naja. Und ich mag ja so dunkle Bordeaux-Töne im Herbst total gerne. Da habe ich übrigens noch eine Frage an euch. Wenn ihr ein Lip Liner in so einer dunklen Farbe von irgendeiner Marke wisst, der gut ist, dann möchte ich bitte, dass ihr mir das empfehlt, weil ich habe bei Essence geguckt, die haben ja, also die Lip Liner finde ich sind preismäßig, also so preis-leistungs-verhältnismäßig echt gut, aber die dunkelste Farbe war nicht annähernd sowas hier. Und ja, ich brauche sowas hier. Oh, guck mal, so kann man das gut zeigen. Warum nicht gleich so? Naja. Ja, weil die liegen dazu natürlich relativ schnell. Also ich habe halt so einen anderen von P2 schon. Der hat eine andere Konsistenz, der ist viel buttriger und der läuft durchs ganze Gesicht. Und bei dem habe ich halt die Hoffnung, dass es nicht so ist, weil der von der Konsistenz sehr, sehr schön ist. Und da ist auch ganz gut was drin. Der hat knapp 2,50 gekostet oder sowas. Also preislich auch total in Ordnung. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder bei P2 Lippenstiften lande, weil die ja eigentlich von der Qualität nicht so toll sind, aber dem wollte ich hier eine Chance geben, weil der macht ja echt einen tollen Eindruck, so auf Anhieb im Laden swatch-mäßig. Ja, so. Dann war das jetzt erstmal das, was ich zeigen kann. Ich warne euch vor, es wird demnächst einen nächsten Haul geben, denn ich habe bestellt im Internet. Und ja, da mache ich noch einen Ich habe im Internet eingekauft Haul demnächst. Und ja, damit verabschiede ich mich dann jetzt einfach hier an der Stelle. Wäre super, wenn ihr mir, oh Gott, Hilfe, zu den Liplinern was sagen könnt. Und zu der anderen Frage, die ich euch gestellt habe, die ich schon wieder vergessen habe. Oh Gott, heute ist irgendwie echt nicht mit mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.